Hallo Schalker. Ja, hallo Schalker. Hallo Abi. Dennis. Hi. Liebe Kia Sportfreunde, willkommen zum nächsten Abi Auto Talk hier aus dem schönen Kia Sportage. 30. Spieltag, die Luft wird dünner, Abi. Die Jungs von der Weser kommen heute Abend zu uns in die Arena. Letzte Woche die desolate Leistung, hat nur zu viel gegen Freiburg. Diese Pech- und Talfahrten, die bringen uns jetzt gar nicht weiter. Ja, aber Dennis, das, was wir immer besprochen haben, also du kannst ja in Freiburg verlieren, gar kein Thema. Aber das ist eine tolle Mannschaft, gut eingespielt und das jetzt schon über Jahre. Man sieht ja auch, was die nach oben schießen. Ich weiß nicht, Dritter oder Vierter sind die jetzt schon. Ja, stabile Leistung. Also die haben eine tolle Mannschaft, das siehst du. Das hat der Streich auch super gemacht. Aber wenn der Streich nochmal nach Gelsenkirchen kommt, dann lassen wir ihn, weil er fährt ja mit dem Fahrrad durch Gelsenkirchen, habe ich gehört. Da lassen wir jetzt mal schön die Luft raus. Also ich mag ihn, aber dafür kriegt er die Luft raus, wenn wir ihn irgendwo erwischen. Nein, die Leistung war katastrophal in Freiburg, das muss man einfach so sagen. Es war nicht einer dabei, der eine Normalform hat. Und so hast du ein Problem in der Bundesliga. Ja, aber was ich jetzt nicht verstehe, jetzt musst du mal unser nächstes Programm noch gucken. Wir haben sicherlich bei den Abstiegskandidaten, ich glaube, das schwerste Programm gestern vor der Brust. Jetzt 3 Punkte gegen Werder, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, die müssen her. Dann haben wir nochmal Mainz, da müssen auch 3 Punkte her. Aber dann hast du noch 3 knackige Gegner mit RB Leipzig, mit München und mit Frankfurt. Ja, das ist ja alles richtig, das wissen wir ja auch die ganze Zeit schon. Aber du musst, heute ist Bremen da. Und Bremen musst du schlagen. Ich habe gestern das Spiel Bochum-Dortmund gesehen. Ich habe mich so geärgert, weil ich gedacht habe, okay, die Dortmunder sind so schlau, jetzt mittlerweile sich das Ding nicht mehr wegnehmen zu lassen. Nein, die Bochumer haben Gas gegeben. Die haben auf einmal gezeigt, hör mal, hallo, wir wollen hier nicht absteigen. Und die haben den Dortmundern Parole gehalten ohne Ende. Und das müssen wir heute hier gegen Bochum auch. Gegen Werder, ja. Und was du nicht vergessen darfst, Bochum hat ja nochmal ein Spiel, auch so ein Kellerduell, wo die gegen die Hertha ran müssen, wo die sicherlich auch nochmal sich 3 Punkte holen wollen. Das heißt, wir dürfen jetzt gar keine Punkte mehr liegen lassen. Nein, ach Dennis, wir dürfen also so wenig wie möglich liegen lassen. Wenn du jetzt heute hier nicht gegen Bremen gewinnst, dann wird es schon wieder enger. Ja, dann ist ein Arsch hängt der Hammer, glaube ich. Arsch hängt der Hammer, genau so ist es. Aber dann wird es eng. Aber man hat jetzt gehört, die haben sich Verletzte in ihrer Mannschaft, die Bremer. Da muss man mal sehen, die beiden Stürmer, die ja schon alleine 27 Tore gemacht haben. Im Weserkurier war zu lesen, dass den Bremern wohl die Stürmer ausgehen gegen Schalke. Ja, so ist es ja auch. Ja. Also die beiden, wenn die beiden nicht spielen sollten, was man natürlich vorsichtig sein muss. Vielleicht ist das auch ein taktisches Geplänkel, was die da machen, um zu sagen, die Stürmer sind verletzt. Aber wenn die verletzt sein sollten, ob die verletzt sind oder nicht. Wir müssen heute 3 Punkte her. Ja, das stimmt. Das darf überhaupt nicht das Thema sein. Da hast du recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja? Also die Ansage muss ganz klar sein, 3 Punkte ohne Wenn und Aber oder Blut am Schuh. Oh, ja, Blut am Schuh ist am besten, weil du weißt ja, gegen Hertha haben sie es gemacht, Blut am Schuh. Aber du musst so aggressiv spielen wie gegen Hertha. Ja. Sonst hast du keine Chance. Ja, und dann ist diese Berg- und Talfahrt. Gegen Hertha haust du so einen Klopper raus und dann fährst du nach Freiburg und dann ist das mal wieder die Mannschaft ein Totalausfall. Da dürfen wir uns natürlich heute nicht leisten. Der war Reis ja selber von sich oder nicht von sich, aber von der Mannschaft enttäuscht. Das hat man ja auch gesehen. Und ich habe ja auch ein paar Interviews von dem gesehen. Der hat gesagt, also da war eine Katastrophenleistung, was unsere Mannschaft da gebracht hat. Aber wenn du nach 5 Minuten oder nach 10 Minuten schon 2 Tore drin hast, dann ist natürlich schlecht. Und das müssen wir vermeiden. Ja, vermeiden. Wir müssen Tore machen, um in unserem Spiel reinzukommen. Ja, und zwar das Spiel zu Hause. Die Jungs haben uns im Rücken, verstehst du? Also wir spielen zu Hause. Also eigentlich stehen die Zeichen alle auf sich. Ne, was anderes gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Also von daher muss die Ansage sein, 3 Punkte, ja, oder? Ja, unsere Fans müssen uns heute richtig nach vorne peitschen. Aber das machen die ganze Zeit schon. Da kann man wirklich nur eine 1 geben für unsere Fans. Für unsere Fans auf jeden Fall eine Note 1. Aber auch jetzt gegen Freiburg, wenn wir dann verloren haben. Unsere Jungs nach vorne gesungen. Also das ist wirklich beispiellos und dafür echt wirklich danke. Und da habt ihr jetzt mal ein bisschen was zurückzugeben, liebe Knappen. Ja. Also, in diesem Sinne, heute Abend gegen Werder, 3 Punkte oder Blut am Schuh. Ja, aber hoffentlich 3 Punkte. Was ist das?
Was sagst du? Tipp, Ergebnistipp, willst du dann raushauen oder? Also ich sag mal 2-1 für uns. Ja, also 2-1 mindestens. Also ich gebe 3-1 mit. Okay. Also wir werden heute über uns hinauswachsen. Und ja, wie gesagt, 3 Punkte werden wir auf jeden Fall holen. Dann wünsche ich dir und uns allen ein schönes Spiel, meine Freunde. 3 Punkte und nur der S04. Nur der S04, Glück auf. Glück auf, Schalker.